Wir beginnen diesen ganz, ganz, ganz besonderen Abend mit der Uraufführung eines Konzerts für Akkordeon und Streichorchester von Wladimir Genin. Mit seiner Monooper begeisterte er schon das Publikum im Pierre-Boulez-Saal. Und er ist ein unglaublich vielseitiger russisch-deutscher Komponist, Pianist und Musikpädagoge, der seit 1997 in München wohnt. Am Akkordeon kommt gleich rein Marko Cevalić. Er wurde in Serbien geboren, ist jetzt gerade mal 35 Jahre alt, aber schon seit 2022 Professor an der Hochschule für Musik in San Sebastian in Spanien. Bitte schön.
Thank you.
Wladimir Genin, vielen Dank. Sie kennen die Geschichte von Romeo und Julia. Die wenigsten von Ihnen werden aber die Geschichte von Romeo und Julia aus Sarajevo kennen. Am 18. Mai 1993, da sind diese beiden jungen Leute bei ihrem Versuch, aus dem besetzten Sarajevo zu flüchten, von Scharfschützen ermordet worden. Admira war Bosniakin, Bosko war Serbe, verschiedener Glaube, verschiedene Nationalität, verschiedene Namen, das alles war für sie nicht wichtig. Sie wollten zusammenbleiben, unbedingt, woanders sich ein neues Leben aufbauen. Er war sofort tot und sie ist schwer verletzt worden. Und sie war bei ihm, buchstäblich bis zum letzten Herzschlag, bis zu ihrem letzten Herzschlag, was sie gleich im sechsten Satz vom nächsten Stück auch hören werden. Mikolaj Majkusiak hat ihnen eine Suite gewidmet für Viola, Akkordeon und Orchester. Und das ist übrigens wieder eine Uraufführung. An der Viola gleich Dragana Gajic und auf dem Akkordeon nochmal Marco. Und das Ganze, das Konzert, das Orchester unter der Leitung von Miran Fabotic.
Thank you.
Mikolaj Markusiak, vielen Dank. Es ist schon wieder über 2 Jahre her. Hat keiner geglaubt, unvorstellbar, aber doch ist es so. Im Februar 22 hat Russland die Ukraine in einem Angriffskrieg überfallen. Gorka Hermosa hat daraufhin sein Werk Peace Dream geschrieben, komponiert und geschrieben. Und hier 2023 auf dem Akkordeon Friedensfestival zur Uraufführung gebracht. Und jetzt hat er dieses Werk nochmal um den 2. und 3. Satz erweitert. Und er bringt diese beiden Sätze auch hier wieder zur Uraufführung, heute Abend hier mit Ihnen. Für Orchester und 3 Akkordeons, Gorka Hermosa, Radu Ratoy und Sergei Usokin. Bitte schön.
Verse 6, chapter 29. To one who strikes you on the cheek, offer the other also. Forgive and you will be forgiven. Isaiah chapter 54, verse 10. Even if the mountains move and the hills totter, will not change my faithful love for you, nor will my pact of peace waver. Isaiah chapter 52, verse 7. How beautiful the feet of him who proclaims peace. Matthew chapter 5, verse 9. Blessed are the peacemakers. Forgive one another. Thank you.
Hebrews chapter 12, verse 14. Seek peace with everyone, without which no one will see the Lord. Luke chapter 6, verse 27 to 42. Do good to those who hate you! I give you my peace. Wenn dann ein vierter Satz mal irgendwann zur Uraufführung kommen sollte, dann wäre es schön, wenn der wieder nach Fröhlichkeit und nach Zukunft und Zuversicht sich anhören würde. Guernica, das kennen Sie vielleicht. Und Gorka Hermosa hat auch sich diesem schrecklichen Ereignis vom 27. April 1937 gewidmet. Damals herrschte der spanische Bürgerkrieg. Und vor allem deutsche Flugzeuge, aber auch italienische, haben die Stadt Guernica angegriffen und zerstört. Es gab oder es gibt das große Gemälde, das Bild zu diesem schlimmen Ereignis und das sich gegen den Krieg widmet, gegen den Krieg richtet. Und auch Gorka Hermosa hat ein Werk geschrieben, Guernica, das sich natürlich gegen den Krieg richtet.